Also in der Schultechnik werden heutzutage viele digitale Arbeitsschritte mit eingesetzt. Wir kommen im Prinzip vom traditionellen Handwerklichen und werden ja immer mehr digital. Das spiegelt sich wieder, dass wir die Füße mit einem 3D-Scanner abformen, nicht mehr wie früher mit einem Gips abwickeln. Und dadurch geht auch die digitale Weiterbearbeitung einfacher. Wir nehmen im Prinzip das 3D-Objekt, was wir im PC haben, zur Leistenherstellung. Wir modellieren den Leisten in einer CAD-Software. Der wird in einer CNC-Maschine in Holz gefräst, sodass wir den wieder praktisch als digitales Objekt noch im PC haben, aber auch als handwerkliches, traditionelles Objekt. Ein weiterer Schritt ist, dass wir Probeschuh drucken, dann sogar noch die Anprobe am Patienten machen, im Nachhinein den Leisten verändern, am PC und dann aus das Holz fräsen, sodass wir da eigentlich einen voll dargestellten digitalen Arbeitsschritt schon haben. Die Weiterverarbeitung ist im Prinzip dann so, dass wir einen Schaft machen. Der wurde früher händisch mit vielen Papiermustern gemacht. Und das geschieht heutzutage auch digital. Dann nehmen wir auch die Unterstützung des PCs, weil der Leisten ja digital vorliegt, können wir den ganzen Schaft digital erstellen. Und erst jetzt kommt dann im Prinzip die traditionelle Handarbeit, dass man das Leder von Hand ausschneidet und von Hand zusammennäht. Und es geht dann weiter in die ganz traditionelle Herstellung des Schuhs, dass er von Hand gezwickt wird. Und die letzte Arbeit ist halt wirklich Handarbeit noch. Zukunftsmäßig sind wir dort auch orientiert im Prinzip und wollen dort noch mehr Digitalität reinbringen, einfach um eine Arbeitsgeschwindigkeit vorzukriegen. Wir haben früher den Ablauf in 6 bis 8 Wochen gehabt, wir sind heute bei 4 Wochen. Von der Arbeitsgeschwindigkeit ist das die Halbierung und der nächste Schritt ist, dass wir ein digitales Fußbett haben, das was wir aus der Einlagenherstellung schon haben. In der Einlagenherstellung scannen wir die Füße im Prinzip schon lange, haben sie auch digital. Wir modellieren auch mit einer modernen CAD-Software direkt in den Fuß das Fußbett ein und geben dies auch auf einer CNC-Fräse auf, sodass der ganze Einlagenherstellungsprozess digital geworden ist. Und das ist dann der nächste Schritt, dass wir das für die Maßschuhe auch mit tun, dass wir dort uns die Arbeit abnehmen, verschiedene händische Schritte noch zu haben. Und wenn man noch einen weiteren Blick in die Zukunft machen möchte, ist dann der 3D-Druck in aller Munde. Und den werden wir dann im Prinzip noch implementieren in der Einlagenherstellung, sodass unsere Fußbettungen demnächst auch aus dem 3D-Drucker kommen oder gefertigt werden, gedruckt werden, wie man sagen möchte, und nicht nur gefräst werden, sodass wir da eine noch weitere Möglichkeit haben, genauer auf den Fuß einzugehen.